Wir sind wieder zurück im Hause Werner Transport GmbH und ich begrüße euch recht herzlich. Ja, oben rechts seht ihr meinen Avatar und wir zocken heute wieder ein Ründchen den Euro Truck Simulator. Jawohl. Ja, wir sind wieder da und wir holen uns jetzt mal ein Auftragsangebot ein. Jawohl, das tun wir und wir überlegen jetzt, wir sind im Moment, stehen wir wo? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da oben geht's nach Schweden und Norwegen und nach Dänemark und so. Wo stehen wir denn im Moment? Ich glaube, wir sind im Moment in Dortmund. Weil wir ja, glaube ich, von Frankfurt nach Dortmund gefahren sind. Ist das richtig? Lass mich mal kurz gucken. Aktueller Standpunkt. Steht das hier nicht irgendwo? Steht das hier nirgendwo? Gut. Huch, nee, speichern will ich gar nicht. Nee, warte. Wir gehen auf die Auftragsdetails und schneller Auftrag. Und was machen wir denn Schönes? Wir könnten von Dortmund nach Düsseldorf fahren. Das wäre auch mal eine ganz lustige Sache eigentlich. Das ist natürlich relativ nah. Wir könnten aber auch nach Osnabrück fahren. Fahren wir nach Düsseldorf oder was? Fahren wir rüber nach Düsseldorf oder fahren wir nach Köln? Wir könnten auch nach Köln fahren. Ich glaube, wir fahren nach Köln. Mit dem Scania. Steinbruch. Auftrag annehmen. Das machen wir. Würde ich sagen, 182 Kilometer auf nach Kölle, von Dortmund nach Kölle. Wir müssen große Eisenrohre fahren und noch ein besonders großes. So, wenn ich dann gleich alles gecheckt habe, wenn ich dann alles eingerichtet habe sozusagen, schnappen wir uns dann direkt mal den ersten Kommentar. Ich habe ja eure Kommentare hier fleißig aussortiert, beziehungsweise hier reingepackt irgendwie und werde dann gleich mit der Vorlesung beginnen, aber jetzt müssen wir erstmal, wo stehen wir denn hier, Alter? Wir stehen hier am Arsch der Welt. Alter, im Steinbruch. Ist ja der Hammer. Oh, da würde ich mal sagen, starten wir mal den Motor. Ist zum Glück aufgetankt, das ist ja wunderbar. Jetzt müssen wir nur mal unten auf der Karte gucken. Warte mal, wie kommen wir denn, das sind die Rückspiegel, das passt. Wie kommen wir denn da unten wieder raus jetzt? Mode des Advertisers umschalten. Warte, nee, das passt. Wie kommen wir denn da wieder raus? Ah, wir müssen da hinten wieder rausfahren. Okay, das heißt, wir fahren hier einmal um Schleife quasi und fahren dann hier rechts rum wieder hoch. Okay. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich bin äußerst gespannt. So, die Fracht ist geladen. Und wir auch. So fahren wir raus. Und das ist ja schon fast eine halbe Weltreise, bis wir da mal durch sind. Ich kann die Spiegel eigentlich auch ausmachen. Wir haben ja Außenspiegel. Da müssen wir halt außen auf die gucken. Wow, 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 wow. Easy weasy, Freunde. Ich hab den Motor ausgemacht. Nein! Ich kann auch mal, warte, ich wollte das gerade mal umstellen, weil ich habe eh immer beide Hände auf der Tastatur sozusagen. Tastenbelegung. Und ich würde gerne auf Q hochschalten. Blinker links. Hätte ich gerne auf Q und Blinker rechts auf E. Und den Warnblinker machen wir mal auf Numblock 2. So läuft das nämlich. So, zeig mal. Ja. Ja, da komme ich besser mit klar. Wie gesagt, ich habe die Hände eh immer beide auf der Tastatur. Von daher passt das nicht. Ich hoffe, es stimmt jetzt, wo ich da gerade hinfahre. Und wir kommen hier gleich irgendwo raus, Freunde. Das sieht hier nämlich gerade nicht so aus. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, dann müssen wir hier wieder rausfahren. Hä? Wir hätten doch da hinten rausgekonnt. Ach, so ein Käse, Alter. Vielleicht einen zweiten Spiegel hätte ich dann doch ganz gerne hier. Na ja, gut, ich muss mich in diesem Steinbruch hier erstmal zurechtfinden. Und wenn wir dann gleich auf der Straße sind, wie gesagt, gibt es dann den ersten Comment, den ich dann vorlese und das erste Thema, das wir bequatschen. Aber erstmal muss ich hier irgendwie rausfinden. Das ist ja... Oh, kommt der LKW da überhaupt hoch? Aber beim Hochschalten schaltet er mal runter. Pam, jetzt geht's wieder hoch. Oh gut, wir bleiben einfach mal auf dem Gas. Das wird schon irgendwie wuppen. Wir haben natürlich auch eine immense Ladung da hinten drin. Also, auf dem LKW. Auf dem Anhänger, versteht sich. So, und jetzt müssen wir doch hier irgendwie eigentlich rauskommen, dachte ich. Da ist aber gesperrt. Hä, willst du mich verkackeiern oder was? Sie haben Post. Ja, das ist schön. Aber was, wenn ich hier nicht mehr rauskomme?
Ich müsste doch dann eigentlich hier raus, oder nicht? Da kommen wir aber nicht raus. Hä? Freunde, ich bin gefangen. Wie kommen wir hier raus? Da hinten vielleicht? Gut, wir probieren's. Ihr schlagt wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich finde den Ausgang einfach nicht. Das ist echt unfassbar. Ich folge mal dem Pfeil da oben. Ups. Guck, ob das gut geht. Ich hoffe's. Dass die Ladung da hinten nicht kaputtomaten geht. Also fahren wir mal hier rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung gerade. Ansonsten sind wir hier gefangen, glaube ich. Mann, aber ich glaube, hier sieht's gut aus. Naja, es ist ja super strange einfach nur. Aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch einigermaßen im Zeitrahmen liegen. Also soll das mal wieder langsam hochdüsen. Wollen wir mal die Außenperspektive schalten. Okay, wir sind fast oben. Freunde, wir haben es fast geschafft. Ich bin so glücklich. Endlich wieder in Freiheit. So, jetzt aber komm hier. Zum Glück ist hier gerade kein Gegenverkehr. Sonst müssten die einfach warten, hätten sie Pech gehabt. Boah, Alter. Alter, bis du hier mal draußen bist, ne? Ich sag's euch. Ah, da vorne ist Straße. Ich freue mich so sehr. Also noch sind wir noch nicht auf der Straße, aber wir kommen immer näher. Da vorne, ich sehe sie. So, jetzt haben wir ordentlich Zeit verplempert, Alter. Ich hoffe, wir sind noch einigermaßen in time. Ansonsten, gibt's halt eine kleine Strafe oder so, keine Ahnung. Huch. Aber was soll it? So, fahren wir hier mal den Schotterweg lang. Standard 30 können wir hier nicht fahren. 60 darf man normalerweise. Aber wir sind eh nicht schneller unterwegs, von daher passt das schon. Und einige haben ja geschrieben, Tobi, hau doch mal die Dingens raus hier, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ganz ehrlich, nö. Warum? In echt dürfen die LKWs ja auch nicht schneller fahren. Warum soll ich da die Begrenzung raushauen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. So, wir tuckern mit 30 Sachen über dieses wunderschöne Gelände. Gelände gesagt. Oh, jetzt werden wir mal schneller hier. So, ich kann ja schon mal den ersten Comment quasi rausfiltern. Pass auf, ich gehe jetzt hier auf Dingens, hier Bummens. Und ich werde euch den auch noch einblenden. Zusätzlich zur Vorlesung sozusagen. Und dein Prime hat geschrieben unter der ersten Folge von Let's Play Auto Truck Simulator 2, das Flüchtlingsproblem in Deutschland. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ist es denn ein grundlegendes Problem? Ich sage, jein. Es ist kein direktes Problem, was wir haben mit Flüchtlingen, das ist es auf keinen Fall. Aber ich sag mal so, solange es in Deutschland noch Menschen gibt, die auf der Straße leben müssen oder die selbst nichts zu essen haben und das, obwohl wir in einem Sozialstaat leben, in dem alle Menschen in eine große Kasse zahlen, um Geld für andere Menschen quasi zu gewährleisten oder zu geben, finde ich oder bin ich der Meinung, sollte es nicht so sein, dass andere Leute, die neu in dieses Land kommen, und das ist jetzt überhaupt nicht rassistisch oder irgendwas gemeint, oder rechtsradikal oder was weiß ich, finde ich, sollte es nicht sein, dass Leute oder andere Menschen aus, natürlich klar, schlimmen Verhältnissen teilweise, nicht überall, aber ich finde, es sollte nicht so sein, dass Menschen hierher kommen und diese Gelder bekommen. Solange es in Deutschland noch Menschen gibt, die auf der Straße wohnen oder die halt eben selbst kein Geld haben. Oder eben nicht genug Geld oder aus welchen Gründen auch immer, ist ja erstmal wurscht. Verstehst du? Weiß ich nicht, das finde ich immer ein bisschen... Ja.
Das ist, wie gesagt, ich würde das jetzt nicht als Problem sehen. Ich sage, wenn wir genug Geld haben und wenn wir genug Mittel zur Verfügung haben und solange das in Ordnung geht, ist das okay. Aber was dann halt eben auch wichtig ist, überlass doch bitte die Flüchtlinge nicht sich selbst. Nicht 6 Monate irgendwie hinterherrennen und sagen, das ist falsch und das müsst ihr machen und ich muss mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Ja, das muss schon so ein bisschen, die Leute müssen schon so ein bisschen an der Hand genommen werden und müssen auch ein bisschen durchs Leben hier geführt werden. Du kannst sie ja nicht hierher setzen und die Sprache nicht lernen lassen und dann haben die ja null Möglichkeit, sich so irgendwie zurechtzufinden. Verstehst du? Du musst diesen Menschen ja auch ein bisschen helfen, du musst sie ein bisschen unterstützen bei der Einlebung hier. Und das ist halt im Moment, also das ist, finde ich, wird hier häufig versäumt. Viel zu häufig versäumt. Und deshalb gibt es halt eben diese, ich sag mal, Momente, wo man sagt, ja, das mit den Flüchtlingen ist ein Problem. Natürlich, es wird zum Problem, wenn es falsch angegangen wird. Verstehst du? Wenn man das richtig angehen würde und wenn man die richtig in dieses Land integrieren würde und wirklich zu einem Teil von Deutschland machen würde, dann wäre das gar kein Problem. Aber ich denke, das Problem ist halt einfach, dass genau das fehlt. Dass genau dafür die Leute fehlen, die das eben professionell tun. Und dann gibt es natürlich auch die Sorte von, ich sag mal, Flüchtlingen. Das sind für mich keine Flüchtlinge, sondern das sind einfach Leute, die sich ins gemachte Nest setzen wollen. Die halt aus dem Ausland eben hierher kommen, weil sie merken, boah, wenn ich mich da auf die faule Haut lege daheim, dann habe ich da absolut keine Chance. Die geben mir keine Gelder. Ja, und in Deutschland bekommst du, wenn du vorweisen kannst, dass du gearbeitet hast, ja, relativ schnell dann dein Geld. Natürlich nicht viel, das ist klar. Aber du kriegst dein Geld. Verstehst du? Und das ist halt immer so, ja, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ein bisschen weit ausgeschoren gerade, aber ging. Ja, und das ist halt dann, so, ja, ne? Ich hoffe, ihr versteht in dem Punkt so ein bisschen, was ich meine und versteht das jetzt ganz und gar nicht falsch. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge in Deutschland, wie gesagt, solange diese 2 Punkte geklärt sind, solange diese Leute wirklich hier integriert werden und vor allem, solange diese Leute, oh, Radarkontrollen, aufpassen. Vor allem, ich kann auch auf dieser Strecke bleiben, sehe ich gerade, dieser Spur. Und solange diese Leute halt auch, ne, ich muss hier runter. Doch, stimmt, okay. Weil wir gleich auf der Geraden sind, muss ich die Spur wechseln, sonst fahren wir nach vorne nämlich gleich nach Dortmund ab. Solange diese Punkte eben geklärt sind, also dass wir hier wirklich keine Leute mehr haben, die auf der Straße leben müssen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und wenn man diese Leute halt wirklich an der Hand nimmt, verfolgt, das ist auch ganz wichtig. Ja, wenn du nach Amerika kommst, wirst du auch verfolgt. Wenn du nach England kommst, wirst du auch verfolgt. Wenn du nach Spanien kommst, wirst du auch verfolgt. Nur in Deutschland sollen wir es nicht dürfen, das ist Schwachsinn. Ja, also wir müssen uns hier auch in gewisser Maße schon schützen. Es ist okay, wenn wir genug Leute aufnehmen. Ich verstehe zwar zur Hölle nicht, warum England zur EU gehört und selbst aber niemanden aufnehmen muss. Die schicken ja alles nach Hause. Ja, das ist halt immer so dieses EU-Ding. Aber, ne? So, das ist so mein Standpunkt zu diesem Thema. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Flüchtlinge. Solange sie auch bereit sind, das ist auch eine ganz wichtige Sache, sich hier zu integrieren. Das ist wichtig, diese Sprache zu lernen. Und auch andere Religionen in dem Fall zu akzeptieren und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt, wir sind jetzt in diesem Land und ihr müsst jetzt diese Religion folgen und ihr müsst jetzt an Allah glauben und ihr müsst jetzt an den glauben und an den Heiligen Bimbam und an was weiß ich nicht wen alles. So funktioniert's nicht. Ja. Da muss man schon, ja, versuchen einfach ein gutes Zusammenleben gemeinsam zu finden, verstehst du? Und dann ist doch alles gut. Dann läuft das doch von ganz alleine. So, das ist das Flüchtlingsthema. Beziehungsweise das Thema zu den Flüchtlingen. Und ich gucke nebenbei aufs Handy. Wenn das die Polizei sieht, habe ich einen dicken Knollen am Start. Boah, bist du auf die eigene Spur? Siehst du, ruckzuck geht das dann nämlich. Da bist du ruckzuck von der Spur abgekommen, das ist ein Problem. So. Was haben wir denn da? Thema, was haben wir hier? Dom3LP oder Domi-LP fragt... Thema Altersfreigabe bei Spielen. Sollte man es kaufen, wenn man alt genug ist? Oder wie bist, oder was? Oder wie bist du der Meinung? Thema Altersvergabe oder Altersfreigabe, beziehungsweise allgemein Thema, ich muss so kurz die Spur wechseln. Thema Beschneidung von Videospielen und Filmen in Deutschland. Das ist ein sehr lausiges Thema und ein sehr trockenes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, wie ich finde. Ich bin ganz und gar nicht dafür, Spiele in Deutschland stark zu zensieren oder stark zu beschneiden. Das mal so vorneweg. Aber um seine Frage zu beantworten, holla, das wird knapp. Um seine Frage aber mal zu beantworten,
Natürlich, so eine Altersfreigabe hat schon seinen Sinn und Zweck, ja. Die ist ja nicht da, um euch zu ärgern oder um Leute zu ärgern, nein. Die ist da, weil man sie schon benötigt, ja. Ein Spiel wie zum Beispiel, keine Ahnung, Gears of War oder Call of Duty oder was weiß ich, hat im Grunde genommen nichts in den Fingern von irgendwelchen 14- oder 15-Jährigen zu suchen. Aber ich habe in dem Punkt doch eine relativ lockere Meinung. Ich bin in dem Punkt einfach so geschult, dass ich sage, die Eltern müssen das selbst wissen. Wenn sie der Meinung sind, dass ihre Kinder dieses Spiel oder das, was dort passiert oder die Filme oder was auch immer, verträgt vom Kopf her, dass er weiß, dass das nicht echt ist, dass das nicht aufs echte Leben zu übertragen ist, dann lass ihn spielen. Ja, ich habe mit 14 damals, habe ich dann Half-Life 2 bekommen und habe mich voll gefreut, ja. Wie gesagt, solange du unterscheiden kannst zwischen, okay, ich muss den PC auch irgendwann mal ausmachen oder ich muss gucken, dass der andere Kram drumherum passt und vor allem, dass du diese Aggressionen, wenn du so welche bekommst beim Zocken, nicht ins echte Leben überträgst, so, dann ist doch alles gut. Ja, dann hast du ja im Grunde genommen wenig falsch gemacht. Und deshalb finde ich es immer so schade, dass gesagt wird, ja, Videospiele fördern den Amokläufer in uns, von dieser Familie Pfeiffer zum Beispiel. Da platzt mir immer sowas von der Arsch, wenn ich sowas höre, das ist so widerlich einfach nur. Das ist einfach nur Schwachsinn. Was die zwei von sich geben, ja? Es ist immer so die Frage, es kommt immer auf das Individuum selbst an. Wenn er nicht unterscheiden kann zwischen Film oder zwischen Spiel oder in allgemein Entertainment-Medium und echtem Leben, dann läuft allgemein in seinem Hirn schon was falsch. Verstehst du? So. Und dann ist das eigentlich schon vorprogrammiert. Dann hat das jetzt nichts damit zu tun, dass du bei Counter-Strike oder bei, was weiß ich, bei Call of Duty relativ schnell gewinnst, wenn du dem Gegner einen Headshot gibst. Ja. Das hat damit absolut überhaupt nichts zu tun. Können wir auf dieser Spur bleiben? Ich denke schon. Also wie gesagt, ich finde, die Eltern sollten selbst entscheiden oder sollten halt eben schauen, wie sehr das eigene Kind solche Games verträgt, ob er besonders aggressiv wird, wenn dem so ist. Dann weg mit den Games und dann wirklich erst, ja, sozusagen die Games zocken lassen, wenn er wirklich 18 ist oder halt dann 16 oder je nachdem. Ansonsten sage ich einfach mal schauen, wie er das verträgt und einfach mal gucken, ob er das hinbekommt, ob er den Unterschied zwischen realem Leben und virtueller Welt kennt. So haben wir es bei mir zumindest immer gehalten früher und es hat gut geklappt, glaube ich. Manchmal bin ich ein bisschen aggressiv bei FIFA, aber ganz ehrlich, FIFA ist auch ein Scheiß-Game. So scheiße, dass ich es immer gerne zocke. Und ich glaube, wir müssen jetzt rüber wechseln. So, 50 innerhalb geschlossener Ortschaften, das kennen wir ja. Mal kurz ein bisschen da ranzoomen. Erster Aufenthaltsort in Köln. So, und wo ist mein Dom? Wo ist der Kölner Dom? Jetzt habe ich eine Einfahrt zugestellt, das tut mir natürlich sehr leid. Huch. Warte mal, jetzt wollte ich den ausmachen. Den brauchen wir nur. Hier wollte ich drauf. Wo ist das Kölner Domchen? Wo ist er denn? Normal sieht man den doch immer. Aber es ist etwas bewölkt. Da vorne sieht man auf jeden Fall schon mal den... Ist das laut? Hier wieder rein. Da vorne sieht man auf jeden Fall schon mal den ist das die Lanxess-Arena? Ich meine schon. Wo ist das Kölner Domchen? Da vorne war er. Habt ihr ihn gesehen? Da hinten blitzt er raus. Hier, guck da hinten. Siehst du? Sehr, sehr nice. Der Kölner Dom. So, es ist eh rot, von daher können wir langsam machen. Oh, es ist grün. Cool. Na toll. Ach, der Deckel, das geht mir doch ja nicht. So, ich muss jetzt mal wieder in die Perspektive schalten, weil ich gleich abbiegen muss. Und das kann ich in der Außenperspektive nicht. In Köln ist sowieso immer schwer zu fahren, Alter. Das ist immer... Ich glaube, wir müssen aber rechts rum, ne? Ich glaube, das passt. Wir stehen hier richtig. Oh, da sind wir innerorts. Das ist super. So, Blinker rechts und dann... Auf geht's! Gucken, ob der LKW das noch schafft. Der ist schon ganz schön am Rumzicken hier irgendwie. Da, komm mal, fahren wir direkt auf den Dom zu. Sauberst. Und da vorne ist der Rhein. Das ist doch super geil. So, können wir fahren? Wird der Ampel grün? Wird der Ampel grün? Jetzt wird sie grün. Das ist er doch, jo. Das ist er doch.
So, Kinas. Dann lässt er mich fahren? Das ist aber nett. Danke. Cool. Der hat uns fahren gelassen. Finde ich super. Komm, hier können wir noch einen Blick auf den Dom werfen. Den können wir gar nicht. Doch, können wir. Warte. So. Ach, der Domchen. Das ist echt schön, wie belebt diese Städte hier sind. Ich muss sagen, das feiere ich hart in diesem Game. Okay, wo müssen wir hin? Zur Firma Pospet. Okay, das ist einmal hier rechts rum, links rum. Und dann da vorne die Einfahrt rein und dann sind wir auch schon da. Das war ein bisschen eng. Naja, ging aber. Automatisches Einparken, wir probieren's mal. Ich glaube... Oh. Naja, ging noch. LKW lebt noch. Na, probieren's mal. Das ist jetzt relativ einfach. Okay, fast perfekt. So, das Ergebnis. Unfälle. Oh, ein paar Schäden haben wir gehabt. Naja, passiert. Passiert im Showgeschäft, ne? So, eine Erfahrung haben wir auch gesammelt. Das ist doch wunderbar. Und einen weiteren Auftrag haben wir abgeschlossen. Und eine weitere Folge haben wir auch abgeschlossen. Zwei Themen konnten wir bearbeiten. Vielen Dank für die Einsendung auf jeden Fall. War eine super Runde. Und in 2 Tagen um 17 Uhr geht's dann auch weiter. Und morgen gibt's dann auch endlich wieder Minecraft Survival. Das hat die letzten Tage ein bisschen pausiert. Ich sag sorry dafür. Aber es ging nicht anders. Entschuldigung. Naja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.